Wir sprechen heute mit Katrin Tamm, der Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Unterfranken. Denn 2003 wurde die Sicherheitszone für die Silvesternacht eingeführt für die Würzburger Innenstadt. Gab es denn in der Vergangenheit einige Vorfälle, warum diese Sicherheitszone eingeführt wurde? Ja, das Problem war einfach, dass sich natürlich zur Silvesternacht, gerade um Mitternacht rum, sehr viele tausende Menschen genau rund um den Marktplatz und auch im Bereich der Alten Mainbrücke tummeln. Und wenn dann in diesem Bereich Feuerwerkskörper losgehen oder vielleicht irgendjemand die Flasche runterfällt, dann kam es natürlich zu Vorfällen, es gab Unfälle und auch Verletzte. Und deswegen hat die Stadt Würzburg irgendwann diese Sicherheitszone eingerichtet. Und wie wird es kontrolliert? Also gibt es da stichprobenartige Kontrollen oder eine bestimmte Einlasskontrolle? Also da sind wirklich Kontrollstellen aufgebaut, die werden vom Ordnungsdienst der Stadt Würzburg gemeinsam mit der Polizei aufgebaut und dort wird natürlich auch mal in die Rucksäcke geschaut, damit man mitkriegt, ob jemand versucht, Flaschen oder Feuerwerkskörper zum Beispiel in diesen Sicherheitsbereich reinzubringen. Das heißt, es ist gut, wenn man die gleich gar nicht mitnimmt, damit sie einem nicht abgenommen werden und vielleicht einfach schon Plastikbecher bereithält, da kann man den Sekt zum Beispiel ja dann auch reinfüllen. Wie viele Einsätze werden denn für die diesjährige Nacht erwartet? Also wir gehen davon aus, dass es ungefähr wieder so wie letztes Jahr laufen wird. In der letzten Silvesternacht hatten wir rund 400 Notrufe abzuarbeiten und meine Kollegen ganz Unterfranken sind zu rund 300 Einsätzen gefahren. Sind denn die Einsätze von den letzten Jahren eher gestiegen oder gesunken? Also es hält sich immer grob gleich. Wir hatten letztes Jahr ein paar Einsätze weniger und hoffen natürlich, dass die Zahl ungefähr gleich bleibt, weil es ist schon sehr viel Arbeit, die auf die Kollegen zukommt in so einer Silvesternacht. Die Festung des Capitol und ich glaube auch die Residenz werden ja komplett gesperrt. Warum gibt es da nicht auch so eine Sicherheitszone, dass die Menschen wenigstens das Feuerwerk anschauen können? Ja, uns ist klar, dass beispielsweise von der Festung natürlich ein sehr schöner Blick über Würzburg wäre. Es ist einfach sehr schwierig, die ganzen Zugänge gerade zum Beispiel bei der Festung zu sichern. Es ist alles sehr eng dort und gedrängt. Damit da nicht auch vielleicht eine Panik entsteht oder irgendwas passieren könnte, hat man aus Sicherheitsgründen diese Punkte einfach komplett gesperrt, damit dort nichts passiert. Wie wird denn die Sicherheitszone von den Bürgern Würzburgs jedes Jahr aufs Neue aufgenommen? Ja, es ist so, dass die Bürger sich mittlerweile schon daran gewöhnt haben. Es ist ja jetzt nichts Neues mehr, dass diese Sicherheitszone eingerichtet wurde. Und die meisten haben auch Verständnis dafür. Es gibt immer mal ein paar Betrunkene, die es nicht gut finden, dass sie keine Sachen mit reinnehmen dürfen. Aber die meisten wissen, dass wir das ja eigentlich nur einrichten, damit niemandem was passiert. Und das heißt jetzt auch nicht, dass in der kompletten Innenstadt das Böllern verboten ist. Es gibt ja ausgewiesene Plätze, wo man böllern kann, nur in diesem Bereich eben nicht. Und das nehmen die meisten auch ganz gut an. Von wann bis wann ist denn diese Sicherheitszone einzuhalten? Also die gilt von 22 Uhr bis 2 Uhr morgens dann, schon am 1. Januar. Das ist erfahrungsgemäß die Zeit, in der am meisten Personen sich in diesem Bereich aufhalten. Und in dem Bereich wird die Sicherheitszone auch aufrechterhalten. Und wenn man jetzt die Lust und Laune hat, um 3 Uhr nachts beispielsweise noch was loszuböllern, kann man das machen? Also wir werden das lagebedingt aufrechterhalten. Das heißt, wenn sich jetzt um 2.30 Uhr noch sehr viele Leute drin aufhalten, dann wird man sicherlich sagen, auch weiterhin bitte keine Böller mit reinnehmen. Aber wenn sich dann diese großen Personenmassen langsam mal nach außen bewegt haben, dann wird irgendwann das Böllern auch wieder erlaubt. Ja. Super, dann vielen Dank für die Antworten. Sehr gerne.